Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge hier auf dem Marsch. Wir starten jetzt durch und fahren jetzt zur Lage und holen uns jetzt den Hopfen. Und dann denke ich mal, wird die Bierproduktion gestartet. Auch wieder ganz stark, ne? Und wenn wir dann gleich mal zwei Fuhren hinfahren. Mit reparierten Hänger und LKW. So. Aber noch Hopfen gucken, noch Hopfen finden. Haben wir viel Heu da. Ist gut. Stroh haben wir auch noch reichlich da. Schweinefutter ist auch noch was da. Ziegel, Hopfen. Hopfen, den guten Hopfen, ne? Normalerweise müsste man Hopfen normalerweise jetzt vom Feld gleich verarbeitet werden und dann in Säcke oder in separaten Tüten verschweißt als Pellets verarbeitet werden. Und dann nimmt die Hopfabrik nur Paletten mit Pellets. Also kleine Brauereien und nimmt nur säckeweise und die großen halt Big Bags. Ne? Also so in roher Form wird es nicht gemacht, das ist ein das Aroma wird verflöten gehen dabei, ne? Das ist ja dann so. Aber denkt mal, hier geht es nicht anders. Man könnte es anders machen, müsste eine Produktion machen, wo man den Hopfen entsprechend dann weiterverarbeiten würde. Aber wird ja eine Rinderzucht gemacht. Ich bin der Meinung, eine Rinderzucht habe ich schon. Wenn ich Kühe habe und die versorge und die entsprechend dann ihr Kälber kriegen, dann habe ich eine Rinderzucht und dann kann ich die Kälber nehmen, die männlichen Tiere, und als ja, Fleischrinder, ne? Oder je nachdem, wie die Bullen sind, ne? Gibt ja unterschiedliche Rassen und ich kann ja separat auch sagen, okay, ich will das und das haben als Ergebnis. Da kann man sagen, okay, das ist ein Bulle halt mit einer entsprechenden Eigenschaft für Fleisch umzusetzen. Mit ein bisschen Glück ist das dann so vererbt, dass das Kalb auch die Eigenschaften bekommt. Natürlich kann es auch nur schwarz-weiß werden, ne? Also es kann auch wie die Mutterkuh werden, ne? Also weniger Fleisch, aber die Chance ist eigentlich ganz gut, dass man da ein Kalb bekommt, das entsprechend auch die Eigenschaft des Bullen hat und entsprechend mehr Fleisch ersetzen würde. Weil jede Kuh muss halt Kälber kriegen, für damit sie überhaupt Milch geben kann. Ne? Und so ein Kalb braucht in der Regel 2 Jahre, um das ausgewachsen schlachtreif ist. Der eine oder andere macht auch Kälber. Als Masttiere, als die werden dann nur mit Milch versorgt, dass das Fleisch im Prinzip weiß bleibt oder sehr hell. Ist ja dieses, kann man auch direkt Kalbfleisch kaufen. Das ist besonders zart, ne? Weil das Tier auch sehr jung ist. Aber ich bin der Meinung, man soll so ein Tier auch auswachsen lassen können und artgerecht füttern. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt nimmt jedes Kalb von alleine im Prinzip auch Raufutter auf, also wenn es Stroh zur Verfügung hat, wird es auf Stroh kauen und in der Nahrung ist Eisen enthalten und dadurch wird das Fleisch dann entsprechend rot. Nur wenn es nur von sich mit Milch ernähren würde oder Milchfutter dementsprechend, also man macht gibt den Tieren ja keine Milch, die bekommen ja im Prinzip so ein so ein künstliches Futter, kann man sagen, ne? Also zum Milchersatz, kann man sagen. Das ist ja wiederum auch nicht artgerecht. Also so, noch gleich vorne. So, kommt mal gleich rein, ob das Produktion schon startet. Und dann können wir auf auch schon 10:30. Oh, Wahnsinn. 10:45. So. Streng. Okay. Ganz oben, ne?
Nee, Rohstoffe. Aha. Leerpaletten ist halb voll. Gerste, Hopfen, Malz. Ja, gut. Dann müssen wir Malz verdienen, ne? Also wir können auch Malz kaufen. Und zwar Bierkästen. Und zwar, man kann auch Malz anklicken und auf Kaufen gehen. Und zwar, um zu starten, kaufen wir mal 30.000, ne? Wir wollen ja schon nachts ein bisschen starten, also dann 30 ein bisschen wenig und wir fahren ja auf 60 und 30. Wir werden mal auf rund, ja, 100.000 mal nehmen, ne? Mann, ist das teuer. Das Zeug ist ja Gold wert. 100.000, ne? Ja, und sein muss. Gut, haben wir 30% voll. Ah, ja. Gut, an. Auch an. Jetzt geht los. Also Bierproduktion dauert normalerweise eine Woche. Dann ist das Bier gebraut und dann kann es erfüllt werden. Also abgefüllt werden. So, jetzt gehen wir auf die Geschwindigkeit von 60. Dann morgen früh beginnt mit der Aussaat. Das bereiten wir jetzt gleich vor. Jetzt fahren wir zum Hof zurück. Und dann werden wir mit der Aussaat beginnen. So, ich hoffe, der Ton passt. Ist immer so eine Sache, ne? Mit Ton ist immer so eine ganz, ganz blöde Geschichte. Also im LKW ist es ganz gut. Was ich so höre, ne? Mal ein bisschen leise. Für mich jedenfalls. So, Einnahmen BGH, 62.000, okay. Mietkosten. Mhm. Achso, ich habe was gemietet, glaube ich. Irgendwas gemietet. Achso, die. Achso, ja, die Ernte. Fahrzeuge, okay. Gut, dass ich da nicht weitergemacht habe, stand dann in dem Augenblick blöd, aber. Immerhin haben jetzt die Brauerei uns gekauft und aus dem Erlös von Pellets. Ne? Aufgrund der erhöhten Nachfrage haben wir einen stabilen Preis bekommen über einen langen Zeitraum. Und wir haben im Prinzip unser Lager leer gemacht, das voll war. Im Werk. Ne? So haben wir nichts ausgelagert. Kann man eigentlich auch machen, Auslage, aber dann muss man auch wissen, dass es Zeit kostet, ne? So. Und wer rechtzeitig bestellt, kriegt auch was, ne? So, sind wir wieder am Hof, ne? Jetzt werden wir uns um die Fahrzeuge kümmern für die Aussaat. Hier mal ab, denn morgen früh müssen wir die Rinder besorgen und Schweine. Und Schweine. So, dann schauen wir mal nach dem Fahrzeug für Aussaat. So, ich hab ein bisschen Chaos jetzt hier. Muss ich mal gucken. Eins ist da. Voll machen und dann auf stellen wir gleich um auf Raps haben wir gehabt. Raps. Und die werden wir gleich die
Licht machen, ne? Wollte ich. Aber wir müssen auffüllen, sonst haben wir Probleme. Reparatur und Tank müssen wir nicht. Traktor, ne, wohl nicht. Das ist Kalk. Kalk wollen wir noch nicht haben, ne? Dünger rein und der gleich Saatgut. Das Stichwort Dünger. Müssen wir noch ein bisschen Mist hinbringen noch und Gärreste. Aber einer am anderen. Ne? Jetzt haben wir auf Feld 3 und werden wir gleich aussehen. Den Rapf und dann sehen wir weiter. Dann tischen wir mal durch. Jetzt müssen wir einen Traktor suchen. Stellen wir auf 18 km/h ein. So, wenn wir 18 km/h fahren normalerweise, Deckel zumachen. N, ne? Ja, genau, N. Müsste kurz überlegen. Machen wir Innensicht, damit wir ein bisschen sehen. Gehen wir Feld 3. 3 ist gut. Schön großes Feld, da können wir schöne Raps aussehen. Kann er bis morgen arbeiten. Dann werden wir den zweiten Traktor nehmen und dann schauen wir, wo weiter, ne? So, Leistung passt. Ja, passt auch. Ja, ja. Beigefahren. Wahrscheinlich, ne? Aber gut. Da fahren wir halt hier dran, ne? Eine Lücke suchen sie in den Bäumen. Da sind wir ja schon wieder auf dem Feld. Wo fangen wir an? Vorne rechts, ne? Gleich an ganz Ecke beginnen. Das ist dann gleich erledigt. Schaut mal jung aus, ne? Und dann machen wir gleich mal das erste Stückchen fertig. Weil ich kenne ja den Großblöcke, der macht Ecke ja nicht fertig. So. Und B. So, machen wir kurz Berechnung machen. Also, ja, Aussaat und Düngungsmodus. 3. Warte, ich frage gerne, machen wir ruhig 2. Dann gehen wir auf 14 Meter. Den brauchen wir nicht nacharbeiten, hoffe ich jedenfalls. Und dann. Einstellen. So. Ja, 24. Ist von mir nicht so eingestellt, also ist der Mod. Eben. Mal suchen, ob wir einen anderen finden. So. Lexikon, das ist jetzt irgendwo. Ah, das ist Drescher.
denn? Ach, ja, wo waren wir gerade geblieben? Gerste auf Feld 36, ne? Müsste eigentlich fertig sein. Prüfen wir mal. Ja, sieht gut aus. Die 42 können uns nicht, aber ist egal. Die 13 war auch fertig. Raps, ne? Das irritiert, weil Raps ist ja hier auch drin gewesen, aber das ist ja jetzt, würde ich sagen, hinfällig. Das ist ja zum Frühjahr warten. So, 19 muss noch, da haben wir noch einen Flug. Dann werden wir unseren diesen Takt, da oben, den fahren wir jetzt zum Hof, machen den voll und gehen auf die 19. Oh, ist wieder morgens. So, wir runter auf 5. So, Zeit. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Wir fahren gleich weiter in Richtung 19. Dann seid mal schön, wie Winkel. Ich danke fürs Reinschauen und vielleicht sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Tschüss.